Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Ja, willkommen zurück zum New Mobility Planet. Mit mir heute wieder hier Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Ich bin Björn Bender von der SBB. Ich beschäftige mich immer mit der Frage, was braucht es eigentlich in unserer Branche an Mobilitäts-Know-how, um Ziele zu erreichen, um Dinge zu verändern? Und wenn ich zurückdenke, so ein Stück weit an meine universitäre Ausbildung, musste man sich sehr stark entscheiden, möchte ich Betriebswirtschaft studieren, möchte ich Luftfahrt studieren, möchte ich vielleicht auch Automobiltechnologie studieren. Was ich wahrnehme heute in unserem Umfeld, ist, dass wir sehr, sehr viele Mobilitätsspezialisten haben, dass es sehr, sehr viel auch um Methodik geht. Und da hat sich doch einiges verändert, wahrscheinlich auch in der Ausbildung. Und das ist eigentlich die perfekte Frage, Andreas, für dich aus der universitären Perspektive. Wie nehmt ihr wahr, was müsst ihr eigentlich in Ausbildung, in welche Art investieren, damit es dann auch in der Praxis, nämlich im unternehmerischen Umfeld, die Bedürfnisse trifft? Also die Industrielogiken in den Mobilitätsindustrien sind sehr streng und sind sehr, über einen sehr langen Zeitraum etabliert. Man kann es historisch sehr schön sehen. Überall, wo es in der Mobilitätsindustrie Brüche gab, gab es erstmal einen Riesenaufschrei. Als Henry Ford mit dem Auto kam oder Daimler-Benz und so weiter, da war ein Riesenaufschrei. Es war kein Vertrauen da. Man wusste nicht, wie man mit diesen Fahrzeugen umgehen sollte. Ich hab gelernt, als die ersten Eisenbahnen kamen, sind quasi Buchhandlungen entstanden, haben die Reisenden Bücher mitbekommen, dass sie die Angst überwinden, um in diesen Eisenbahnen tatsächlich Reisen durchzuführen. So sind offenbar Eisenbahnbuchhandlungen entstanden. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Logiken sehr tief sind und sehr etabliert sind. Das ist natürlich in den Ausbildungsgängen genauso. Und was wir jetzt brauchen, sind in gewisser Weise Mobilitätspioniere, die solche Grenzen überschreiten können, die neue Logiken bestimmen. Weil wir erleben ja, das muss ich dir nicht sagen, Björn, wir erleben Multimodalität, das ist sozusagen die Konvergenz dieser verschiedenen Industrien. Und das muss auch dazu führen, dass wir über die eigene Perspektive hinausgehen und im Prinzip die eigene Logik ein Stück weit auch brechen. Ja, das ist ein bisschen auch das, was wir natürlich in der Umsetzung der einzelnen Themen sehr stark wahrnehmen. Ja, wir haben in der Vergangenheit an vielen Stellen Dienstleistungsschnittstellen gelebt, ja, und heute leben wir wirklich in Partnerschaften, in Kooperationen, ja, teilweise in Ökosystemen. Und ich glaube, dieses Verschmelzen, so wie du es ansprichst, und dieses Bewusstmachen, man kann viele Dinge, zumindest wenn man auch im Innovationsumfeld denkt und in mittel- und langfristigen Themen, gar nicht mehr alleine erreichen oder umsetzen. Und man braucht zwingend andere Perspektiven, die man entweder im eigenen Unternehmen erhält oder natürlich von außen dazu bekommt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ja, die dann wahrscheinlich auch einen starken Einfluss in den Unternehmen, aber vor allem auch im Education-Bereich haben wird. Wir kriegen diesen Wandel nur hin, wenn wir jetzt Querschnittsfunktionen schaffen. Wir können nicht weiterhin in Automobil, Schiene oder Flugzeug denken, sondern wir müssen diese Dinge zusammenbringen. Wir wollen da unseren Beitrag sehr gerne leisten. Du warst ja selbst Referent in einem unserer Weiterbildungsprogramme, Smart Mobility Management, wo im Grunde genau das passiert. Da trittst du auf, da kommt jemand aus der Automobilindustrie, da gibt es gemeinsame Vorhaben, vielleicht noch vom Bundesamt unterstützt. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Im Grunde geht es darum, die klassischen Wertschöpfungsketten zu brechen. Wir machen das nicht, das macht der Markt, das macht die Technologie. Aber unsere Aufgabe ist, diese Dinge so zusammenzufassen, dass wir weiterhin Wertschöpfung in der Schweiz, in Deutschland oder auch insgesamt in Europa behalten können. Und ich glaube, da haben wir Universitäten oder auch andere Weiterbildungsinstitutionen haben eine wichtige Aufgabe, nicht weil wir das besser wissen, sondern weil wir, glaube ich, eine glaubwürdige Plattform bauen können, auf dem dann die verschiedenen Akteure zusammenkommen und daraus dann neues Denken entsteht. Ja, das sehe ich nicht. Das ist nämlich genau der Austausch, der wahrscheinlich heute in der Vergangenheit vor allem auf Events, auf Messen etc. stattgefunden hat. Der wird jetzt auch ein Stück weit akademisch. Ja, der muss akademisch werden, weil die Bedürfnisse und die Anforderungen sich verändern. Und dieses Zusammenbringen der unterschiedlichen Perspektiven, das bringt uns natürlich auch in den Stand, ja, Dinge zu verändern und auch neue Themen und neue
Projekte ganz anders denken zu können. Ich glaube, wir kriegen Multimodalitäten nur hin, wenn jeder aus seinem Schützengraben heraustritt. Und hinzu kommt ja noch das ganze Thema, dass diese Industrie jetzt von der Software in gewisser Weise dominiert wird, die nochmal ganz andere Regeln hat, wie sie entsteht. Allein wenn man daran denkt, dass halt eine 70% fertige Version schon auf den Markt gegeben wird. Das ist undenkbar in der Automobilindustrie, dass ein 70% fertiges Fahrzeug auf die Straße gebracht wird und man sagt, naja, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre optimieren wir dann gegen 100%. Und das sind alles so Logiken, die tief verankert sind in diesen Industrien und die wir aufbrechen müssen, wollen wir weiterhin eine dominierende Rolle in diesem Mobilitätsmarkt spielen. Und ich meine, wir sollten das. Es ist der nach Nahrung, nach Gesundheit wahrscheinlich der drittgrößte Einzelmarkt der Welt, ein Billionenmarkt, der jetzt gerade neu verteilt wird. Und wir müssen uns als Schweiz, als Deutschland, Österreich und darüber hinaus die Frage stellen, welche Rolle wollen wir in diesem Markt spielen? Ja, also wir sind sehr froh, ne, dass diese Bedürfnisse erkannt sind, ja, dass ihr und viele andere diese jetzt auch im Ausbildungs-, im universitären Bereich umsetzt, dass wir auch als Industrie, als Wirtschaft, als Unternehmen die Anforderungsprofile natürlich dann von euch bekommen, die wir benötigen, um genau diese Themen in der Art und Weise auch angehen zu können, wie du sie eben beschrieben hast. Ich glaube, wir können zusammenfassen, es wird weiterhin, und das ist, glaube ich, wichtig, Spezialwissen brauchen. Und das ist ganz, ganz notwendig, um genau in den Themen auch weiter voranzukommen, wie wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und auf der anderen Seite wird es die breitere Perspektive brauchen, um sich dann auch den neueren Themen, den innovativen Themen und vor allem den Zukunftsthemen annehmen zu können. Schön, dass wir da in so einem guten Austausch sind. Schön, dass es da eine Vielzahl an möglichen Kooperationen gibt. Und danke für den Austausch, Andreas. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.